Servus Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Gestern war ich auf dem Benefizseminar, das ist sehr geil gelaufen. Ich werde euch dazu noch Näheres verraten, sobald auch die Gelder quasi eingenommen wurden. Das ist ja das, was auch interessant ist, was gespendet wird, alles bekannt ist und alles gezählt ist. Ich habe da noch keine Infos. Ich bin gestern einfach nur todmüde auf meine Luftmatratze gefallen und habe hier in der Halle geschlafen, weil ich einfach nur noch fertig war. Ich konnte nicht mehr heimfahren. Ging einfach nichts mehr. Egal, sei es drum. Und dann bin ich heute Morgen wach geworden und denke mir, ach du Scheiße, ich mache das Handy an. Und das erste Bild, was ich sehe, so, und das ist auch schon direkt das erste Thema. Thema Pascal Schroth. Der hat seinen Kampf gehabt, so wie ich euch das gesagt hatte, gegen Meng Qingyao. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und was während dem Kampf passiert ist, Meng Qingyao hat wahrscheinlich zu viel MMA trainiert. Oder ich weiß nicht, wie man dazu kommt, im Muay Thai quasi so einen Ausheber anzusetzen. Der hat ihn ja quasi hochgedreht, hochgehoben, umgedreht und dann senkrecht mit dem Kopf in den Boden gerammt. Wobei sich Pascal Schroth das Genick gebrochen hat. Leute, ach du Scheiße, Mann. Was ist denn kaputt mit dem? Im Eifer des Gefechts kann man jetzt mal sagen, aber das ist schon ein ziemlich heftiger Takedown. Ja, und sowas hat im Muay Thai halt normalerweise nichts verloren. Also im Muay Thai ballerst du einem die Beine weg, ja, oder drückst ihn um. Ja, so ein bisschen ausheben ist okay. Ja, und direkt rum, aber nicht auf die Schulter hoch. Ja, das gibt's im Muay Thai normalerweise nicht im Regelwerk. Also illegale Technik. Pascal ist jetzt im Krankenhaus, wartet auf die nächsten Befunde quasi. Und er hat auch schon in die Nachrichten reingehauen, dass er erstmal aussetzen wird für eine längere Zeit, dann aber stärker wiederkommen wird. Ich hoffe, dass das Letztere auf jeden Fall auch eintrifft. Ja, ich drücke ihm natürlich die Daumen und hoffe, dass er sehr schnell wieder gesund wird und zu alten Kräften bzw. noch stärker wieder zurückkommt. Hammer, Hammer, Hammer. Das hat mich echt schockiert. So, für euch jetzt aber auch nochmal ein anderes, ein interessantes Thema, ein interessanter Fight. Endlich aus dem Schwergewicht wieder was Geiles nach dem Sieg von Fedor. So, jetzt kommt Alistair. Alistair Overeem meldet sich wieder zurück, ne, und er kämpft gegen, ich hoffe, ich spreche den russischen Namen wieder gut aus. Nicht, dass ich dafür wieder gehatet werde. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich lebe schon seit 28 Jahren in Deutschland. Ja, und seit 28 Jahren war ich nicht mehr in Russland. Ne. Das heißt, ich spreche nur noch das Russisch, was ich hier quasi praktiziere. Und deshalb fällt es mir manchmal schwer. Ja, aber ich bleibe am Ball, ich bleibe dran. Also bitte Respekt und nicht niedermachen, gell, weil ich irgendwas falsch ausspreche. Also halb so wild. So, gegen Sergej Pavlovic. Ja? Alistair Overeem kämpft gegen Sergej Pavlovic. Alistair Overeem, ein paar Daten zu ihm. Alistair Overeem hat in der UFC seine Records, 8 Kämpfe gewonnen und 6 davon verloren, ne, in der UFC. So, Sergej Pavlovic ist noch unerfahren, er steigt zum ersten Mal in die UFC ein, ne, und deshalb seine Records liegen quasi bei 0. Ne. So, die vorherigen aber, für die UFC sollte man sich qualifizieren, beziehungsweise muss man sich qualifizieren, also man muss interessant werden für die UFC, mal so rum gesagt. Ja. Und wenn man interessant wird, darf man da in den Verein rein und denen dann quasi auch die Taschen füllen. Es geht alles um die Kohle, Leute. So, und in den vorherigen MMA-Fights, da liegt der Rekord von Alistair Overeem bei 43 Kämpfen siegreich und 17 Niederlagen. Ne? Und Sergej Pavlovic, ein knallharter Fighter, der liegt bei 12 Kämpfen, ja, die er direkt alle gewonnen hat und 0 Niederlagen. Ja, das heißt, er hat jetzt, der hat gekämpft für die Fight Nights Global, ja, die FNG-Organisation. Die Organisation ist jetzt aber in Verruf geraten in Russland wegen steuerlichen Hinterziehungen, ja, und den ganzen Sachen. Und jetzt möchte der Sergej in die UFC wahrscheinlich wechseln, beziehungsweise sieht er da einfach mehr Potenzial, mehr Chancen. Und jetzt gibt es den Fight zwischen ihm und Alistair für uns im November am 24. Ja, also nächsten Monat am 24. fighten die zwei. Und ich bin gespannt, was wir da geboten bekommen. Cool, so viel dazu. Leute, ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag.
genießt den Tag. Leute, abonniert unseren Kanal. Ich werde versuchen, euch öfters mal so News quasi rauszuhauen. Gebt uns einen Daumen nach oben, da freue ich mich sehr drüber. Aktiviert die Glocke, dass ihr auch keine weitere Folge verpasst, weil YouTube tut uns mal wieder so ein bisschen runterfisten. Letzten Monat lief es noch ganz gut, jetzt werden wir wieder gefistet. Aber so ist es halt, auch im Kampfsport, gell? Man kann nicht immer nur gewinnen. So, also euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.